Noch sind es die alten Räume, in denen die Feuerwehrkräfte in Eisenhüttenstadt untergebracht sind. Dort sitzt auch Ralf Michalski. Er soll ab März die Geschicke der Feuerwehr in der Stadt leiten. Mein Name ist Ralf Michalski. Ich bin im 36. Lebensjahr und bin demnächst dann der Stadtwehrführer und Leiter der hauptberuflichen Kräfte für die Stadt Eisenhüttenstadt. Dieser Posten hat eine Doppelfunktion. Es ist eine Doppelfunktion insofern, dass wir einmal den ehrenamtlichen Bereich abdecken, den Führer, den Wehrführer für die ehrenamtlichen Kräfte und den Leiter der hauptberuflichen Kräfte für die hauptamtlichen Kräfte. Das Ganze in Personalunion, einmal als, für die Stadt als Bereichsleiter für den Bereich Brandschutz und Feuerwehr und eben als komplett dann als Stadtwehrführer, als ehrenamtlicher Posten. Darüber wurde in der Feuerwehr diskutiert und auch abgestimmt. Die Doppelfunktion soll erhalten bleiben. Ralf Michalski hat seinen Werdegang von den freiwilligen Kräften zur Berufsfeuerwehr absolviert. Ich persönlich bin seit dem Jahr 2003 dort angefangen in der Freiwilligen Feuerwehr in Briesko-Finkenherd und seit 2012 in der Freiwilligen Feuerwehr Eisenhüttenstadt. Dort bin ich dann zu den hauptberuflichen Kräften gestoßen im Jahr 2012. Und habe dann entsprechend meinen normalen Werdegang B1, B3, B4, das ist dann die Ausbildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst, absolviert, sodass ich jetzt dieses Amt demnächst bekleiden kann. Zu den normalen Aufgaben hat er nun auch den Umzug in die neue Feuerwache zu organisieren. Also neben dem wirklichen alltäglichen Dienstbetrieb, wo mich die Schichtführer stark unterstützen, wo mich aber auch die Kameraden im ehrenamtlichen Bereich wirklich tatkräftig unterstützen. Auch da haben wir schon perspektivisch mit dem Einzug in die neue Feuerwache eine neue Führungsstruktur geschaffen, sodass mich da dann entsprechend zukünftig auch der Stellvertreter, der Sven Koch, kräftig unterstützen wird und auch die Zugführer, die wir dort eingesetzt haben für bestimmte Bereiche, Ausbildung, Technik und so weiter und so fort, die mich da wirklich unterstützen. Haben wir jetzt natürlich das große Aufgabengebiet des Umzuges zu meistern, dass wir während des ganzen Umzuges auch komplett einsatzbereit bleiben. Das ist also wirklich organisatorisch, da entsprechend so umzusetzen. Wir müssen die ganze Technik aus den Löschzügen Fürstenberg Innenstadt in die neue Feuerwache bringen und trotzdem komplett jederzeit Tag und Nacht für die Bevölkerung der Stadt Eisenhüttenstadt weiterhin da sein, ne? Voraussichtlich soll der Umzug in die neue Feuerwache im Mai beginnen. Dann soll dort alles schnell einsatzbereit sein. Also wir hoffen, und so ist es eigentlich geplant von unserer Seite, wir haben da auch gesagt, wenn, dann möchten wir als Feuerwehr eine Feuerwache haben, wo wir mit arbeiten können, wo wir ohne Einschränkungen arbeiten können. Weil wir können nicht sagen, wir lassen ein Auto stehen und nehmen das andere, weil gerade da noch gepflastert wird oder sonst irgendwas. Wir sind eigentlich so reingegangen in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, dass, wenn wir dort einziehen, auch alles fertig ist.